So, es geht weiter bei unserem Materazzi. Und zwar kommen jetzt die anderen Räder drauf, die 22 Zoll, und zwar die von Mansori, die haben wir euch gezeigt. Ja. Das sind aber keine Schmiedefelgen, das sind, soweit ich weiß, Gussfelgen. Siehst du das? Mansori. Jetzt. Alter, bei dir läuft. Läuft. Aber es sind ja Gussräder, die sind nicht so teuer wie die ganzen anderen. Guck, ob du es da erkennen kannst. Siehst du die drei Zacken? Ich weiß nicht, ob man das sieht. Diese drei Zacken zu diesem Zeichen. Was machen wir jetzt hier drauf? Aktuell ist drauf gewesen 8,5 mal 21. Oh, das sind sogar Schmiede, gell? 8,5 21 ET 44 mit 2,45 35. Jetzt machen wir Vorderachse 9 mal 22 ET 38. 9 mal 22 ET 38. Das heißt, wir sind halbe Zoll breiter. Kriegen wir nicht sogar vielleicht die Hinterachsen drauf? Wir müssen sogar die Hinterachsen vorne drauf, meinst du? Ja. Das ist, glaube ich, zu breit. Für vorne. Meinst du? Da haben 4 cm haben gefehlt. Ja, ja. Aber wir würden gucken, ob wir vielleicht mit Spurplatten vielleicht noch fahren. Die hinteren habe ich hier. Hast du gerade eine hintere? Was ist das für eine Größe? Guck mal bitte schön. 10 mal. Das ist 10,5, 22, was jetzt drauf kommt. 10,5 mal 21, ET 45. ET 45? Ja. 10,5? Ja. Das ist auch eine 10,5 mit ET 22. Also die Breite ist dieselbe. Also als wären jetzt 23 mm Spurplatten dann hinten drauf. Ja, kommt schon gut. Aber vorne werden die ein bisschen untergehen. Gut, der macht jetzt eh Reifen drauf, gell? Und dann, warte mal, ich halte die mal drauf. Also ihr werdet sehen, wenn unsere Räder, die kommen jetzt auch cool drauf. Ist ein ganz anderes Auto, auch mit der Tieferlegung. Es ist ein ganz anderes Auto, ob du ihn von vorne anguckst, von hinten, von der Seite. Findest du nicht? Doch. Ist gewaltig, gell? Ja. Oh, kommt schon ein bisschen raus. Aber gut, der taucht ja nachher rein. Das Blöde ist, hätten wir jetzt vorher gewusst, hätten wir sie sogar den Rand vielleicht gedreht. Gell? Ich schaue mal, wie es jetzt ausmacht. Ja. Bleiben wir ewig, aber wenn wir da einen Rand gedreht hätten, dann wäre das schwarze Rad nicht so untergegangen, weil du siehst jetzt im Prinzip, wenn der Reifen drauf ist, nicht mehr die volle Wucht. Sobald wir hier ein bisschen was gedreht haben, so einen polierten Rand gedreht haben, siehst du in Wirklichkeit, wie groß die Felge ist. Und das mal versuche ich, also viele wollen ja immer schwarze Räder bei uns, sage ich halt, geht halt immer unter, dann sage ich, ja, aber sie wollen, dann machen wir meistens einen kleinen Rand hin und, was gut ist, du kannst auch hergehen, kannst dann eventuell auf den gedrehten Rand Mattklarlack, Glanzklarlack oder dunkle Klarlack, dann fällt es auch nicht mehr auf. Weißt du, was du früher in den ersten Videos immer für Felgen wolltest? Schwarz. Ja. Hast du dich geändert? Nein, auf dem M3 und auf dem RS6 sieht es immer noch geil aus, aber du hast ja da die Konkavität. Ja. Und wenn du so eine Konkavität hast, wirkt dir die Felge auch so schon bullig, dann kannst du auch schwarz. Wobei wir sagen müssen, wenn die Felge jetzt auf dem M3 Silber mit dem polierten Betten gewesen wäre, wirkt halt viel mehr. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Aber so wirkt er halt so böse. Ja. Weißt du, wenn der einfach nur vorbeifährt und das ist. So. Hat er wieder, eine Batterie? Der hat sich nur abgeschalten. Ah. Ab einem bestimmten Ding schaltet er sich ab. Darf es zwar überbrücken, darf es aber nicht mit dem anderen Ladegerät, also nicht mit diesem normalen Laden. Da musst du das von M3 holen, also von BMW holen. Dieses spezielle für dieses Schnack-Batterie da. Oh, da kommen wir schon gut raus, hä? Ja. Obwohl, könnt ihr immer noch Spurplatten vertragen. Guck, aber das können wir dann hinterher machen. Guck mal zur Bremse. Siehst du, wie viel? Das sind hier 3 Wurstfinger. Gibt es bald eine Einheit mit Wurstfinger? Mhm. Und da können wir dann hergehen und so das Rad so runterholen. Weißt du, mit bisschen durch die Konkavität. Weil wir diesen Platz haben. Aber vorne sieht es nicht so aus. Ne? Willst du mal vorne draufhalten? Halt mal drauf. Wobei es bei denen sich jetzt wahrscheinlich eh nicht lohnt, weil die ja nicht konkaver werden. Nee, aber. Aber kann man mal gucken. Und? Nee. Guckt raus? Ja, dann steht's weg. Warte. Ja, okay. Ja, also. Okay. Und wie viel ist Platz noch in? Damit der ist viel Platz. Guck mal.
Sondere 2,5 Wurstfinger. Ich wollte den Toni noch anrufen. Und zwar den Herr Capristo. Was jetzt mit der Abgasanlage ist. Wenn wir schon. Ich bin's gerade. Guck, Nico. Hallo, Motto. Hallo, Toni. Hi, hi, was macht ihr? Du bist im Fernsehen. Du bist im Fernsehen. Aha, okay. Wie sieht's aus, wollte ich? Mir ist jetzt gerade wieder eingefallen. Ghibli. Ach so. Ja, weiß ich nicht. Also, hat mir eine Anlage dafür? Ich meine doch, oder? Ich dachte auch, ja. Oder, nee, du hast das Auto gebraucht, kann das sein? Ich glaube, das ist das ganz Neue jetzt, ne? 21er Baujahr, ja? Ja, ich weiß nicht, ob unsere alte Anlage darunter passt. Was müssen heißt? Wir probieren. Willst du die alte schon mal bauen, dann komme ich vorbei, dann gucken wir? Können wir machen, ja. Mach schon mal ein paar Bilder von unten, dann können wir uns das mal angucken. Okay, schick das zu. Einfach ein paar Fotos, ja. Jetzt noch eine Frage, wenn wir vorbeikommen, können wir bei dir Betriebsbesichtigung machen? Können wir machen, ja klar. Mit Video? Vergiss die Kamera nicht. Okay, ich glaube, das interessiert die Leute schon. Mhm. Ne, können wir machen. Okay, klar. Super. Ich mache dir Bilder und schicke sie dir gleich durch. Mhm. Also. So machen. Danke. Ja. Ciao. Ja. Also, wir fahren mit dem Ghibli hin. Wir müssen sowieso da. Oh, das war doch arschweit. Sauerland. Ne, im Sauerland. Ach so, ja, okay. Ich schicke mir jetzt gleich Bilder. Darf man nachher nicht vergessen, dass wir von unten nochmal Bilder schicken oder ein Video? Ja. Komm, Mama. Ne, wir machen zuerst die Räder. Und dann könnt ihr auch echt mal drunter schreiben, ob wir, wenn wir dort sind, in Verbindung mit der Abgasanlage, gleich so eine Besichtigung machen. Weil der hat schon High-End-Maschinen da, ne? Echt? Mhm. Der könnte theoretisch, also wenn ich das noch so in Erinnerung habe, eine Fräsmaschine, da könnte ich das komplette Auto so draufstellen und außen rum fräsen. Cool. Mhm. Und was macht er damit? Der macht ja auch, wie heißt das? Du gerade fräsen gesagt. Aber was macht der damit mit der Fräse? Fräst. Arbeitslohn, oder wie nennt man das so? Was, Arbeitslohn? Nee, Arbeitslohnzeit, nee. Was? Halt's Maul, ey. Nein, Platte. Nicht Arbeitslohn. Wie nennt man das, wenn er auf Stundensatz für jemanden was fräst zum Beispiel? So, sag mir. Sag. Weiß ich nicht. Aha. Sich? Also stimmt Arbeitslohn. Nein, das stimmt glaube ich. Stundenlohnsatz. Nicht Stundenlohnsatz, Arbeit. Was war das jetzt für ein Spruch? Ja, der fräst halt für andere Firmen, fräst der Sachen. Fräst der große Teile, kleine Teile, Serienteile, was auch immer. Mhm. Cool. Also ich zeig dir genau, was es heißt. Weil wenn das richtig war mit Arbeitslohn, dann nehme ich dir deinen deutschen Pass weg. Stimmt, dann kommt ein Strich durch. Bloß weil du einen haben willst. Ich will jetzt keinen haben, aber den nehme ich dann. Okay. Weil das geht über. Ach so. Weil mit der Rechtschreibung ist sowieso schon lang gescheitert. Bei aber dir. Dafür Spanisch. Und Französisch kannst du anscheinend. Ja, komm, such jetzt einen Namen. War das nicht mit dem einen Typen, mit dem Franzose, wo er da rumgelungen ist? Ja. Eier, das. Was war denn das? War ein Franzose und der hat doch irgendwas gezeigt hier vom Drehen und der hat ja Rotiformfelgen gebracht gehabt zum Drehen. Der Arme. War das Rotiformfelgen? Ja, und dann hat er gefragt, was ist da hinten? Dann habe ich es ihm gezeigt. Auf Französisch. Aber war aber eine halbe Stunde im Lager weg. Die fällt lang vor. Das Problem ist, Nico, du gibst uns jeden Tag erneut Futter. Ja. Der macht die Vorlage. Also, ja, voll. Und wenn du dann nicht konterst, dann keine Ahnung. So, pass auf. Ich zeig dir jetzt, was er macht und ich schwöre es dir. Du wolltest jetzt gucken, was Arbeitslohn heißt. Ob das so ist. Okay, nein. Lohnarbeiten. Ah, okay. Lohnarbeiten. Ja, Lohnarbeiten. Also dein Pass darf es behalten, vorübergehend. Lohnarbeiten. Aber Arbeitslohn war dann jetzt nicht so weit weg. Nicht weit weg, war aber nicht richtig. Also er macht ja nicht nur Abgasanlagen, sondern kann ja auch irgendwelche Formen, doch, das ist ja Internet, Formen, kann doch. Ich dir zeigen. So Formen. Fräsen, siehst du das? Warte. Schon gut. Jetzt. Auch für also namhafte Tuner, also Namen darf ich jetzt glaube ich nicht sagen. Also ist schon auch ein Brand und der lungert 18, 20 Stunden im Geschäft rum. Hm. Wirklich, nur an deine Maschinen und da und jenes. Aber die Abgasanlage ist halt die Qualität weltweit. Ne? Was der glaube ich, Asien zurzeit verkauft, ist krank. Ja, ich finde Capristo und Akrapovic sind so die krassesten, oder? Ja, Akrapovic macht ja... Alter, ich schleicht sich aber. Was hat er? Was eine Kugel oder andere schreit,
Nein, der macht ja auch. Akrapovic macht ja auch. Titan. Ja, ah, okay, ach so. Die machen aber Full, da gibt es ja von Motorrad bis. Ja, Motorrad alles. Sind sie, glaube ich, angefangen sogar, ne? Ja, machen sogar Serie. Also ja, ja, ich weiß, für R8 und nee, nicht R8, RS6 war Serie. Fahrautos. Aber für Edelstahl-Auspuffanlage, gut, die kosten halt dementsprechend bei Acra, ne? Mhm. Und bei Cabristo kosten ja. sie auch dementsprechend. Ja. Aber es hat dann wirklich gute Qualität. Und da? Und der Sound ist und immer gut. Die machen unsere RS3-Abgasanlagen, unsere TTRS-Abgasanlagen und unsere, oh, da, wenn wir schon dabei sind, TTRS und RS3, die neuen mit OPF, jetzt die ganz neuen, da warten wir immer noch auf so eine Bestätigung, bis wir Termin haben, dass wir da mal zum Prüfen gehen können. Wir haben nur die anderen, die Altmodelle. Nur zur Info. Ah, das sind schon Wäscher, ne? Ja. Hast du mir rundherum mich hier hingemacht? Junge. Kann ich bei meinen Chefen dann gar montieren. Ich glaube, da können wir auch die Originalschrauben übernehmen. Ja. Ne? Der hat ja nämlich auch die Narbe auf Original gemacht. Weil die Felgen sind eigentlich nur für ein Ghibli. Gut, wie in Sau schon Quattroporte montiert. Ach, die sind für ein Ghibli gemacht, oder was? Ja, ja. Weil anscheinend in den USA gehen die sehr gut. Die Ghiblis? Mhm. Die fahren ja als Taxis darum, gell? Ernsthaft? In den USA? Die Diesel, ja. Okay, was? Oder Benziner, ich weiß es gar nicht. Aber in den USA ist es ein ganz, ganz beliebtes Auto. Ich dachte, so Dubai oder so. Emirate. Nee, was war das? Will ich schon gleich verschränken, Mutlu, oder? Ich würde es auf jeden Fall mal probieren, ja. Zwei Felgen, ja. Was machst du, wenn zu viel? Zwei Schranken. Wenn er schleift, meinst du? Mhm. Dann lass mal ihn so. Nein, wir gucken uns das mal an. Das mal. Oh, ist ja bündig schön. Gut, der taucht ja auch ein. Kennt ihr die Asiaten, die bei so in Heidelberg oder so bei an so Burgen sind und Fotos machen? Die stehen auch immer so. Guck, was soll ich sagen? Die Leute kriegen es nicht mit, was der uns immer so antut. Oft, weil wenn er sagt, ist es aus, die Kamera. Oftmals, ja, weil er regelt es. Er macht sie aus und labert Blödsinn, dann schaltet sie ja gerade ein, dann kriegt er Antwort. Ne? Ja. Da habe ich jetzt eigentlich auch schon eine Antwort für Abgasanlagen. Aber da komme ich dazu, das erzähle ich euch, weil wir haben einen mega, schöne Grüße von hier nochmal, der die Videos auch von uns anguckt, einen Diplom-Ingenieur, unser Ansprechpartner, was auch Felgen mal betrifft, den kannst du fragen. Okay. Und dann kriegst du eigentlich, wenn die Antwort eigentlich, die hätte dir zwei Wörter gereicht oder einen Satz gereicht, der erklärt dir warum. Und dann verstehst du das auch. Dass man auch den Hintergrund versteht. Ja. Das ist also er hätte ja nur antworten können aus dem und dem Grund, dann sagst du okay, aber dann zeigt er mir alles und also der Typ ist voll der Brain. Also ich will jetzt auch keinen Rabatt oder so, ich sag das gern. So, beschränkt man dann wieder weg. Perfekt. Oh, hinten ist, ja ne, geht. So. Und? Was passiert da hinten, Nico? Hinten Platz? Ne, gerade so. Platz ohne Ende, ne? Ja. Ups. Plastik. Zeig, viel. Nur hier die Kante. Ja, das, ja, schleift, ja, sich, das ja. schleift sich frei. Aber sonst sieht's gut aus. Was sind die da für ein Blech hier? Und guck mal, warum ist hier zusätzlich Blech innen drin? Guck mal. Mhm. Und da geht's gar nichts, dann ist dann leicht umgebördelt. Gut, aber der berührt ja nicht. Nee. Warum qualmt's da raus? Wo? Ah, hier, weil wir heiße Finger jetzt. Haben. Ja, guck mal. Auf vorne, puh! Oh. So ist gut. Das wird reichen. Soll ich langsam? Ja. Ich würde ihn hoch machen. Mach mal hoch ein bisschen. Und dann schlagen wir ihn ein und dann lassen wir ihn wieder runter. Langsam. Weiter. Jetzt sind wir so stücklesweise, weißt du? Weiter. 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 Nur noch wenig, also immer kurze Wege. Ja, okay. Frei. Ah! Gerade so. Frei. Ja, guck mal. Ist das voll eingelenkt? Okay. Passt das rein? Also ne.
Ah ja. Das ist auch geil. Ist das geeicht? Das ist auch, das gehört auch zum Eicht. Ja. Zum Eichtor. Das war im Set mit den Stahlfelgen. Mit den zwei Fällen. Sicher auch hier. Ah ja, stimmt. Durch die Gewichte werden sie vorher geeicht, dass es auch alles passt. Hast du den Zettel im Büro, nur in Kombination mit dem? ISO 9001. Genau. Ja. Im schlimmsten Fall hätten wir 2,45 nehmen müssen, dann hätte es besser gezogen, dann wäre ganz frei. Aber so ist es auch frei. Aber ich denke, dass sie da nichts sagen können vor der Achse. Weil nicht bleibt. Nee, schlecht ja nicht. Alles willst frei. Du das unten noch wegmachen? Wie bitte? Die Lippe? Wegmachen. Jetzt, wo er auf der Bühne ist? Nein, wieso soll ich die wegmachen? Die kannst du jetzt so geklebt, bestimmt. Bei jedem Schleifen weißt du genau, dass es vorne ja knapper ist, zum einen mal. Und mit der Zeit schleift sich das ja auch weg. Sind es 8 cm. Nico, wir reden wieder, wenn es bei deinem Auto um TÜV geht. Ich möchte nur, dass du sicher rumfährst. Das? Achso, du willst, dass ich sicher. Aber Nico, rumfahre. Das macht doch nichts, diese zwei Spritzlappen unten. Ja. Er wünschte, er hätte welche, dass er dauerhaft das hört, dass er tief ist. Ich wäre happy, wenn meiner so tief wäre. Warum siehst du solche Spritzlappen unten drauf? Alles, was nur das schleift. Hauptsache, es schleift was. Müssen wir auch noch welche bestellen. Okay. Ah, Mutlu, die Kante, solange er in der Luft ist, würde ich die Kante ein bisschen wegmachen. Wirklich. Gerade ein bisschen. Nee. Micha, das ist ein Sportwagen. Nicht so. Wann geht der so weit runter? Ja, stimmt auch wieder. Ja, vorne könnte er theoretisch noch ein bisschen raus, aber wenn er rausgeht, dann schleift er. Ja. Gut, okay. Was sind das jetzt eigentlich für Reifen? Oh, Luft und Nachknacksen. Schwarze. Ja. Sommer oder Winter? Sommerreifen. Ey. Kann man mal schon. Raus, Junge. Meinst du, kann man schon? Du noch nicht. Warum? Du wartest nur mal, bis es richtig drive. Warm ist, dass du immer Grip hast. Ja, schon besser. Vorsichtshalber. Obwohl du Allrad hast, ne? 2,6. Oder soll der auch schon Sommerreifen drauf machen? Weiß ich? Ja. Ja. Aber gesagt, er hat halt keine Felge. Achso, stimmt ja. Doch, mittlerweile habe ich ja wieder rausgefischt. Hast du das geholt aus dem Container? Aus dem Müllcontainer, ja. Vorne habe ich sie hingelegt. Drei? Zwei Satz. Zwei Satz hast du ja auch noch rausgelassen. Ja, wenn schon, denkt das ich. Das eine Design sind beides 11J. Und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das mit dem Reifen vorne klappt. Mit der Felge geht's auf jeden Fall. Ich hatte sie ja schon Probe gesteckt. Mhm. Aber mit dem Reifen muss ich halt gucken. Und dann dachte ich, bevor die anderen weggeworfen werden. Wir wollten die gar nicht, außerdem kriegt man Schweine viel Geld gerade. Du hast nur Hinterachsen von dem Design. Ja, aber wir kriegen viel Geld gerade für Schrott. Wie viel? Ich sehe es nicht ein. Wie viel? Nimm die Erse. Wie viel kriegst du pro für den Schrott? Bei den Felgen, was du jetzt genommen hast, Stück um die 150. Gestern war es ein anderer Preis. War mehr, gell? Hat sich geändert jetzt. Er ist jetzt billiger geworden. Nee, wurde teurer eigentlich. Ja, auch. Es kommt immer drauf an, wo, was, gerade. Und wer. Es ist wirklich ein komplett anderes Auto geworden. Jetzt auch noch durch die 22 Zoller wirkt er halt nochmal ein bisschen, weil es auch ein bisschen weiter rausstehen, natürlich vorne und hinten. Aber stell dir mal vor, die, nicht die Räder, sondern unsere Räder später. In Konkav. Wenn diese Räder in Konkav, also nicht diese Räder, wenn allgemein unsere Räder jetzt auf diesem Fahrzeug noch in Konkav wären, dann würdest du damit alles rasieren. Glaub mir, ich weiß es, weil ich ja auch so denke. Wenn du dieses Auto an dir vorbeifahren siehst, so in der Tiefe mit konkaven Rädern. Ja, ist cool. Als Zivilist oder als Polizist? Lass uns doch mal jetzt weiter träumen. Hör doch mal auf jetzt mit der Anzeige. Gleich Anzeige. Nee, das sieht richtig, Also, wenn die Räder konkav werden, du rasierst damit alles. Es gibt keine Person, die das Auto nicht anguckt, außer natürlich eine von den Grünen vielleicht, ne, die nicht, aber blaue Menschen. Oder blaue, die auch nicht. Weil es auch dieses Auto so nicht viel gesehen hat. Du siehst einen AMG tiefer, du siehst einen BMW tiefer. Aus dem Grund war dieses Auto mein Plan, außer dass jetzt die Leasingkonditionen sehr, sehr gut waren. Nein. Warum lachst du, Nico? Es ist wirklich so. Das Auto hat mir schon immer gefallen. Habe ich nicht mit dir sogar über dieses Auto geredet, schon länger? Weiß ich mal. Doch, aber der ist wahrscheinlich vergessen. Was wollte ich gerade sagen? Warte, in 3 Monaten oder so kommen die konkaven Räder. Dann. Und das habe ich von Anfang an, wo ich das Auto geholt habe, habe ich es allen erzählt gehabt auch. Dass das Ding einfach anders aussehen wird, wenn der fertig ist. Und bildlich kann ich mir das immer vorstellen. Und ich kann mir das auch vorstellen, wie der mit konkaven Rädern dasteht.
Vielleicht werde ich auch doch, wir würden beide Varianten probieren. Wir würden auch in 21 Zoll machen und dafür in die Breite gehen. Dass es den Reifen drauf zieht mit derselben Reifen, Originalreifengröße, dass es ein bisschen drauf zieht, muss nicht immer groß geil sein. Groß ist gut, aber guck mal, die Bremse war vorher echt groß. Guck mal, wie sie jetzt aussieht. Das ist nicht klein, aber... Ah, schon ein schönes Auto. Jetzt noch Folie arbeiten. Dieses bisschen Blink-Blink da weg. Und dann ist es. Micha, du fährst jetzt raus. Mhm. Du bist heute Model. Okay. Du fährst jetzt raus, wir gehen raus und du fährst einmal so langsam weg. Und wendest und dann kommst du einmal. Mach mal. Weil wenn ich drin sitze, dann sehe ich das nicht. Ja. Krass. Das Auto stand echt oft da, wo ich gesagt habe, ich habe echt keinen Bock mehr, den so zu fahren, weil er einfach so hoch war. Und Michi, Stempel drauf. Ja. Lass mal jetzt einen AMK durchlaufen. Ja. Mit meiner... Du machst jetzt mal AMK. Ja, mit Eigenschaften. Ich hole mal Segway. Warte, ich hole Segway. Okay. So, Nico. Ja. Und was sagst du jetzt? Ich finde cool. Doch, ich finde cool. Das war nicht so ehrlich gemeint. Doch. Okay. Aber nicht begeistert. Ja, ich bin mal auf die konkaven Felgen gespannt. Ja. Na, warte mal ab. Du kannst es dir wieder nicht vorstellen. Ich habe beim letzten Mal auch gesagt, dass ich es mir vorstellen kann, wenn er tief ist. Okay. Also gut, nehmen wir es so hin. Und ihr sagt ja auch gut. Perfekt. Und das ist das, was ich auch immer wieder meine. Du kannst halt bei den neuen Autos heute wirklich nicht mehr viel machen. Klar, wenn du jetzt hier so einen Zweiergolf nimmst, Fahrwerk tiefer machst, reicht es heute auch. Aber ihr wisst ja, beim Siebener reicht es halt nicht ganz aus. Da musst du auch noch andere Sachen machen. Auch viel mit Farbkombi. Bei dem wird auch noch ein bisschen was Farbkombi machen. Und klangmäßig werden wir was machen. Gibt es eine Lippe und Diffusor? Da gibt es so ein paar Sachen, ja. Auch optisch vorne wird noch was gemacht, aber da kommen wir dann dazu. Wir sind zufrieden und geben jetzt. Nee, wir geben nicht ab. Wir sagen ab Tschüss. Ins, wir gehen ab ins Studio. Wir gehen weiter. Ab ins Studio. Wir gehen zurück ins Studio. Zu Alex. Alex macht die die Verabschiedung. Also, ciao. Herzlich willkommen zurück im Livella Studio. Hiermit verabschiede ich mich recht herzlich von Ihnen. Vergessen Sie nicht, das Video zu liken, zu teilen und zu abonnieren und es an alle eure Freunde zu schicken und an eure Großeltern, eure Tanten, eure Onkels und den, wen ihr sonst noch so kennt. Jetzt kriege ich keine Luft mehr. Tschüss!